Irgendwas, was wir nicht brauchen. Ach komm. Oder? Komm, wir nehmen die Pilze weg. So. Was ist wichtiger hier? Für mehr Farm. Obwohl die Möhrchen auch nicht schlecht wären. Ich lass mal die Goldnuggets hier. Du schießt auf mich, ich schieß auf dich, klar? So einfach ist das. Was bewacht ihr hier unten? Bewacht ihr hier überhaupt noch? Okay, der ist aggro. Au. Kann ich auch. Mit dem Unterschied, ich treffe. Ich treffe töten. Wir spawnen ja auch irgendwann, ne? Oh, habe ich schon wieder keine Pfeile? Doch. Immer auf die Füße, wie gemein. Ich hocke mal unter dem Nie! Danke für die Pfeile, die stammen übrigens von euch. Ich gebe sie euch ja nie zurück. Ich bin ja nur so lieb, ne? Ich gebe die denen ja nur zurück. Hm? Da ist hier nicht mal was drin. Und da drüben? Wo geht's denn hier hin? Hallo! Bist du aggro? Nee. Wer denn? Hypothermia. Ich glaub, dem ist warm. Finden die sich hier zurecht? Das hat doch überhaupt kein System hier. Überall sind Sackgassen. Okay. Du? I have no idea where we are. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo wir hier sind. Das ist so schön. Sorry. Wir haben uns erwischt, verdammt. Na gut. Wie ist dann so? Wo sind wir hier? Okay. Hm? Ich glaube, wir haben hier alles. Das war so ziemlich. Ich bin jetzt natürlich noch hier das ganze golddurchzogene Schwarzstein mitnehmen. Da hätte ich ja voll Bock drauf. Oh, die Sachen, die man damit machen kann in Chisel, in Bits, ey. Oh, da gibt's so traumhaft schöne Sachen. Haben wir, glaube ich, hier nicht. Das haben die nicht gekriegt, alles klar. Hallo! Was macht ihr denn da? Rudelbums, ne? So, ich glaube, wir haben jetzt auch deren Gastfreundschaft zur Genüge überzogen. Wir sollten gehen. Wir sollten lieber gehen. Bevor die sich mit der Gastfreundschaft noch anders überlegen. Wir sind auch langsam müde. Wir sollten nach Hause. Wir sind wirklich müde. Wir sollten nach Hause. Hä? Ne? Nein, du hast mich gar nicht gesehen. Du hast mich gar nicht gesehen. Ich bin ja schon weg. Ich hau ja schon ab. Ah! Noch hinter uns? Nee. Wollen wir uns kurz erholen? Und wenn ja, wie? Essen scheint ja nicht zu funktionieren hier. Hier waren wir schon mal. Wir sollten uns wirklich beeilen, dass wir nach Hause kommen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt vor lauter Erschöpfung irgendwo zusammenbrechen. Lass am besten nicht rennen. Langsam laufen. Wait, what? Zum Henker sind wir schon wieder. Das ist doch nicht richtig. Was hat der denn da auf dem Kopf? Einen Spawner?
Okay. Interessantes Fashion Statement auf jeden Fall. Wir sind viel zu hoch. Wie kommen wir runter? Ohne, dass wir jetzt zu viel Energie verbraten. Oder sterben. Da müssen wir hin. Whatever. Au. Wir leben noch. Wir leben noch, aber wir müssen dringend ins Bett. Möglichst nicht hier im Nether. Hallo. Wo ist die Treppe? Da ist die Treppe. Wir schaffen es noch, hoffe ich. Wir schaffen es noch. Ja, der Nether ist anstrengend, das weiß ich. Wir schaffen es. Stimmt. Ansonsten sind wir einfach nur dicht genug am Ende, am Ausgang dran. Oder Eingang. Dass wenn wir unsere Sachen verlieren, dass sie halt alle dort irgendwo rumliegen. Also, alles ganz entspannt. Ganz entspannt. Auch wenn der Nether alles andere als entspannt ist. Komm, wir haben es gleich. Guck, da ist unser Tor. Und wenn wir jetzt nicht gerade auf der anderen Seite gleich zerplatzen. Komm, wir müssen ins Bett. Ja, jetzt sterben wir. An Entkräftung. Kein Problem, wir haben es gleich. Da ist das Bett. Komm, komm. Komm, komm. Wir können nicht schlafen. Overwork themselves to death. Also Leute, zu viel Arbeit ist nicht gut. Ihr sterbt dran. Da mussten die armen Katzen uns zusehen, wie wir sterben. Ist das nicht traurig? Sehr schlimm. Wir sind keine guten Tierbesitzer. So, liegt hier noch mehr? Da ist noch was? Sonst noch was? War es das? Ah, unten ist noch. Alles klar. Wir haben alles. Tada! Wir leben noch. Oder wieder. Eher wieder. So, dann haben wir noch davon ein paar. Was können wir hier? Oh, wir haben wieder ein bisschen Eisen. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Den schwarzen Apfel würde ich wirklich sehr gerne mal einpflanzen. Ich weiß nur nicht, wo man das macht. Also, der wird wahrscheinlich keinen normalen Boden brauchen, oder? For science. Wir haben ja ein bisschen davon, wir haben ein bisschen Erde, das ist alles gar kein Problem. Uns wird schon wieder warm, das ist nicht okay. Ja. Oh! Einfach so. Ja, das ist ja cool. Ich glaube, das Ding ist dann irgendwie nicht gewachsen oder so. Irgendwas erinnere ich mich da. Ich kenne das tatsächlich. Oh, es wächst doch. Oh, wie cool. Und hat sogar verschiedene... Oh. Ah. Oh, wie cool. Das ist cool. Die kann man essen. Also, wenn man Hunger hat. Den haben wir aber gerade nicht. Da haben wir noch drei left. Da bei dem anderen sind null. Ja. Wir haben schon wieder nur die Hälfte an Energie. Wir müssen mal uns eine Runde ausruhen. Nur nachts oder während eines Gewitters. Okay. Na gut. Könnte sich daraus nochmal eine Kantine machen? Dann haben wir drei Stück davon. Dass man sich überarbeiten kann, ist echt Mist. Da kannst du ranklotzen und dann sowas.
Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man sich jetzt eigentlich richtig erholt. So ein bisschen Deko. Theoretisch. So. Noch zwei und wir könnten schon wieder einen Netherit-Barren machen. Nicht schlecht. Bringt uns nur gerade noch nicht viel, weil wir es eh noch nicht benutzen können. Und wir brauchen immer noch einen weiteren Diamanten, damit wir nochmal eine Dings machen können. Also eine Spitzhacke. Oder wie lange welchen Level brauchen wir, um die Spitzhacke zu benutzen? Werkzeug Mining 40. Wir haben 36. Ja gut, das dauert nicht mehr lange, dann haben wir's. Gärtnerei 40. Wo sind wir denn bei Gärtnerei? Locker drüber, oder? Nee, nicht ganz. Könnten wir eigentlich theoretisch das auch noch nicht benutzen. Sowas. Wenn wir uns sowieso gerade erholen müssen, dann könnte man ja sich auch einfach mal seine Angel holen. Oh, wir nur noch 7 Level. Das ist okay, um die Level ist gerade ein bisschen schade. Dann machen wir das doch mal so. Und wir gehen eine Runde angeln. Dabei können wir uns ein bisschen erholen, glaube ich. Oder wir warten, bis es dunkel wird. Ich glaube, beim Angeln... weiß ich gar nicht, ob man da irgendwie Energie verbrät. Papier sammeln war auf jeden Fall. Wir müssen immer noch unsere Verzauberungsecke fertig kriegen. Das ist so. Ich finde es auch cool, dass wir mittlerweile immer mal so eins extra bekommen. Das ist schön. Oh, es erholt sich wieder ein bisschen. Oh. Ah, einfach mal ein Bad nehmen. Und während wir mal kurz den Fröschen lauschen und uns ausruhen ein wenig, werde ich mal kurz was trinken. Der erste Tee aus meinem Teekalender, den ich gestern bekommen habe. Gute Laune-Tee mit Zitronenmelisse und Pfefferminz und der schmeckt wirklich gut. Mm. So muss das sein. Einfach mal eine Runde entspannen bei einem schönen Tee. Yep. Und dann ist das hier auch gar kein Problem. Piep, piep. Neue Bücher. Wunderbar. Hoppala. Level müssen wir halt gucken. Vielleicht ist es auch so, dass man sich tatsächlich ausgewogen hier ernähren muss, damit man wirklich seine Energie voll bekommt. Weil das Fleisch hat jetzt gerade nicht sonderlich viel geholfen. Eine, zwei, drei. Ruhig. Ja, haben wir gerade gegessen. Gehen wir nochmal rund in den Nether. Weil es ja gerade gar nicht knapp war. Und leveln mal noch ein bisschen, weil damit dann können wir nämlich unser Schwert ein bisschen reparieren. Außerdem haben wir noch gar nicht alles entdeckt hier. Wir sind ja noch nicht mal wirklich weit gekommen. Nicht mal ansatzweise weit. Und ich bin mir nicht sicher, ob Cooling tatsächlich was bringt. Uthermia. Dem ist auch zu warm, ja. Ich frage, wo will man jetzt eigentlich hin? Welche Ecken wollen wir noch untersuchen?
Aber wie gesagt, noch sind wir ja nicht weit gekommen. Aber ich bin immer froh, dass wir noch nach Hause finden bisher. Es klappt ja bisher noch ganz gut. Mal gucken, wie lange das noch gut geht. Offenbar habe ich Hunger. Mann, 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 Mann. Weiß ich nicht, ob wir ins Basaltgebirge wollen. Auf jeden Fall müssen wir Lava vermeiden, so viel weiß ich. Ich glaube gerade deswegen ist Basalt vielleicht jetzt auch nicht unbedingt die beste Ecke. War das? Au! Von wo? Agrofie. Was ist los? Wo kam das her? Noch welche, sehr schön. Oh, ja, hier ist es sehr heiß. Sehr heiß, heiß. Ah. Weiß auch gar nicht, wollen wir hier überhaupt lang? Wow. Aua. Warte mal. Ich glaube, mich da an was zu erinnern, was diese Rubinrüstung anging. Ich glaube, wenn man die komplett fertig hatte, dann hat man dafür irgendwie was bekommen. Irgendwie Feuerresistenz oder sowas. Ich glaube, mich dann was zu erinnern. Und hier sind gerade relativ viele davon. Die könnte man jetzt eigentlich mal sammeln. Muss ich dann mal eine komplette Rüstung draus machen? Ich glaube, das ist mal eine gute Idee. Oh, wir verlieren schon wieder Energie. Das Enderman, nicht okay. Hau ab. Wir müssen das mal eben. Erster Gegenstand mit Reparatur. So, Und er ist gut. Oh, da ist noch einer. Da ist noch ein Rubin. Haben will, haben will, haben will. Oh Gott, das war knapp. Hier ist so ein Ding. Da waren wir auf jeden Fall schon mal. So. So, dann ist das Schwert aber auch gleich geheilt. Das ist gut. Ja. Warz haben wir dann also auch. Ups. Ich habe kein Gold. Tut mir leid. Also ich habe was an, aber ich kann mir keins... Ebenso richtig. Da ist das Ding. Können wir eigentlich von hier aus weitermachen, ne? Oder wir gehen mal kurz raus hier aus dem Nether und
Erholen uns mal ganz kurz draußen. Knapp mal eine Runde frische Luft. Erholen und gucken, dass unsere Energie hochgeht. Ich glaube, wir müssten eigentlich auch mal schlafen. Ich glaube, das ist eigentlich unser größtes Problem. Einfach Müdigkeit. Ich weiß nicht, ob wir auf die Art und Weise nach Hause kommen. Mal gucken, für wie viel reicht's denn jetzt schon? Sofern wir die überhaupt tragen können. Ja, doch, können wir. Gar kein Problem. Also tragen können wir die schon? So. Okay, nevermind, wir müssen nach Hause. Wir müssen dringend nach Hause. Und dann wieder ab an unseren kleinen Teich zum Erholen. Der scheint sich dafür ganz gut zu eignen. Ja, von hier ist es ja zum Glück nicht so weit. Aber offensichtlich scheint der Nether uns ganz schön zuzusetzen. Wenn wir da ständig Energie verlieren. Also nicht, wie wir jetzt von hier nach Hause kommen. Ach, da unten ist die Brücke. Die ich gebaut hatte. Und von hier ist es ja dann zum Glück nicht so schwer. Ab nach Hause. Heißt aber auch, wir müssen uns dann wirklich zu Hause erstmal was anderes suchen. Eine andere Beschäftigung. Entschuldigt. Einen Moment. Mich doch glatt wieder im Hals. Sitzt immer noch. Einen Moment. So, auf dass es jetzt ein bisschen besser ist. Ist gar nicht, was gerade los ist. Ja. Ja, es ist heiß, habe ich mitbekommen. Komm, krieg dich eine. Wir sind ja gleich zu Hause. Komm, wir gehen eine Runde an unseren Teich. Und erholen uns, hoffe ich. Erholen wir uns? Zumindest wird es gerade nicht schlimmer. Nevermind, wir sterben gleich. Aber woran liegt's? E-Boost beim Tragen. Nice. Sind wir überladen, kann es sein? Liegt's daran, dass wir einfach überladen sind? Wir einfach viel zu viel mit uns umschleppen. Oh, das sieht sehr danach aus. Dann packen wir doch erstmal ein paar Sachen weg. Die können wir eh noch nicht benutzen. Die auch nicht.
Das brauchen wir nicht mehr. Das würde ich tatsächlich gerne einschmelzen. Das packen wir erstmal weg. Brauchen wir nämlich auch erstmal nicht. Die können wir noch mitnehmen. Aber wir erholen uns jetzt langsam. Das ist gut. So. Ertränkemäßig keine Ahnung, was wir da machen wollen. Oder sollen, dürfen, tun, machen können. So. Ah, wir haben ihn noch. Wir haben ja noch. Wir haben die Rubinrüstung fertig. Ich hatte vergessen, dass wir die noch hatten. Die Rubinrüstung ist fertig. Die dürfte aber eigentlich nichts machen, ne? So. Wir können nicht schlafen. Das ist schade. Aber ja, wir müssen uns hier erstmal anderweitig irgendwie kümmern, dass wir halt nur, keine Ahnung, irgendwelche entspannten Sachen machen. Damit der Mensch sich hier erholt. Würde ich doch sagen, dann nehmen wir hier sämtliche Verzauberungen runter und sammeln noch ein paar Erfahrungspunkte zusammen. Hallo? Schnute? Hallo, Schnute? Und, keine Ahnung. Sehen zu, dass wir die Rubinrüstung dann entsprechend verzaubern. Wäre ja ziemlich cool. Wenn wir mit der dann halt noch ein bisschen was machen können. So, bisschen Papier, kein Problem. Können wir den ganzen Kram nämlich auch einschmelzen. Haben weniger Zeug. Haben noch ein paar Level dazu. Und weil wir gerade leveltechnisch sowieso ziemlich niedrig sind. So. Die Verzauberung behalte ich. Man hätte das Eisenschwert auch nehmen können, verzaubern können und dann gucken können, ob man da nicht eventuell was miteinander verknüpfen kann. Ja gut. Mein Fehler. So, der ganze Schmuh hier muss auch mal raus. Man könnte eventuell noch ein paar Hühnchen rupfen. Ah ja, haben wir genug. Hallo. Hallo, Ladies. Wir brauchen definitiv nämlich ein paar Federn. Ja. So. 1, 2, 3. 4. Hier reichen. Hühner? Eier? So? Ups, sorry. Schön. Dankeschön. So, die Kühe sind ja auch wieder so weit. Die könnte man eigentlich auch mal wieder vermehren. Federn. Federn machen sich immer sehr gut für Pfeile. Wir haben aber keine. Wir haben keine Stecker. Jetzt haben wir Stecker. So. So. Vielleicht haben wir sogar noch irgendwo welche übrig, wer weiß. Können wir mal hier rein packen, rohes Hühnchen. Mal gucken, ob wir das noch für irgendwas benutzen. Das kann hier rein. Ja gut, schmelzen wir den ganzen Kram mal ein. Das ist ja hier. Das ist ja nicht hier zum Aushalten. Goldachse überlege ich auch gerade. Übertreiben muss man es eigentlich auch nicht. Mir ist schon wieder warm. Scheint das mit dem Hitzebeständigkeit auch nicht so zu stimmen. Na gut, schade. Achso, Papier wollte ich hochbringen. Beziehungsweise? Cool. Wir haben ja schon wieder ein Bücherregal voll. Nice.
Ist es nicht schön, dass sich das so langsam, aber sicher alles füllt? Ich find's wahnsinnig cool.